to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts über BattleTech, dem BattleBot, die Folge 4. Wir haben gerade nachgeschaut. Ich bin der Dennis und bei mir ist heute der Olli, ist der Storyteller. Guten Abend. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Mein OBS sagt mir, wir nehmen auf. Ich hoffe, es funktioniert diesmal. Ja, ich hoffe auch. Ja, leider, wenn sich der eine oder andere fragt heute, Michael ist nicht dabei. Leider. Traurig. Ja, wir vermissen ihn auch stark. Aber er muss so viel arbeiten, dass er noch nicht so richtig dazu gekommen ist. Wobei er auch wirklich viel zu tun hat, wenn man so sieht. Er war jetzt gerade erst in Großbritannien. Er ist halt ein viel beschäftigter, interstellar reisender Mann. Ne? Also mit Handlung. Daher. Genau, die Friedensverhandlungen mit den Clans ziehen sich halt hin, ne? Und dann muss er bei Haus Marek noch ein bisschen aushelfen. Die haben ja, glaube ich, wieder Bürgerkrieg, ne? Und ich glaube, Hanse Devin hat schon wieder ein Kind bekommen, der braucht da halt noch einen Paten. Ne? Und Micha kann halt nicht Nein sagen. Ja, er macht alles. Deswegen ist er auch der Einzige, der ein Zehnersprungschiff hat, also einmal ein Antrieb für 10 Sprünge. Micha ist halt the one and only. Ja. Wahrscheinlich braucht er gar keinen Sprungschiff. Er kann das einfach so. Ja, er macht es wie Prinzessin Leia. Fliegt sie durchs Weltall. Ja. Wie Mary Poppins. Ja. Oh Gott, die Bilder in meinem Kopf. Ja, Mary Mingus. Scheiße. Klingt gut, wir sollten ihm das vorschlagen als nächster Nickname für sein Rollenspiel. Na egal. Ja. Kommen wir zurück zum Thema. Genau. Sonst mag er uns nachher nicht mehr. Ja, vielleicht haben wir es jetzt schon. Ne? Schauen wir mal. Also mir wurde gesagt, ich rede zu wenig. Deswegen kommt es so vor, als ob ich hier so nur Nebengast bin. Deswegen muss ich heute mehr reden. Wer bist du eigentlich? Ja, das frage ich mich auch ganz oft. Aber solange meine Frau nicht fragt, wer sind Sie eigentlich und was machen Sie in meinem Bett, ist alles okay. wir fangen unser Haupt... Aspekt heute ist BattleTech von HBS. Das ist jetzt natürlich für viele schon wieder ein alter Hut. Wir haben ja letztes Mal schon davon gesprochen. Aber wir haben es beide durchgespielt. Olli hat sogar im Multiplayer noch die ein oder andere Partie hinter sich gebracht. Jawohl. Und vorher haben wir noch ein paar News. Also einmal im Moment mal wieder Save the Internet mit diesen Upload-Filtern. Ich möchte es zumindest mal erwähnt haben. Das EU-Parlament stimmt ab, also ruft eure Abgeordneten an oder schreibt ihnen E-Mails, auf dass es nicht so kommen möge. Oder schickt ihnen Geld über PayPal, das ist effektiver. Das stimmt, ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, PayPal nehmen die nicht an. Die nehmen nur Geldkoffer. Ah, okay. Kann man die auch per PayPal verschicken? Du kannst den Koffer per PayPal kaufen. Ah, so ist das. Okay, alles klar, werde ich tun. Kleinen Moment. Perfekt. Dann, MechWarrior 5 wurde auf 2019 verschoben. Ja, Breaking News, und zwar von letzter Nacht aus Perspektive der Aufnahme. Genau. Also für das Protokoll heute ist der 19.06. Kurz nach 8 Correct. Oder kurz vor 9 vielmehr. Und viele haben darüber berichtet, unter anderem die GameStar, die haben aber ein paar Daten durcheinander gebracht, aber sie haben schön den übersetzt. Er möchte halt, dass es richtig geil Singleplayer-Spiel wird und deswegen verschieben sie es. Und ich muss sagen, verschiebt, solange es dadurch geiler wird. Immer. Ja, auf jeden Fall. Also hat man ja auch an HBS gesehen. Ne? Also die haben ja auch nach hinten geschoben und das hat dem Spiel definitiv nicht geschadet. Ich meine, irgendwann, klar, es ist dann auch mal genug, aber ich habe ehrlich gesagt schon lange nicht mehr mit dem Release im Dezember 2018 gerechnet, weil es gibt kein Pre-Order, es gab keine weitere Werbung, es gab nur diese paar
Ingame-Footage-Videos und irgendwie nach gefühlten 568 Jahren 0,35 in der Spielebranche kriegt man so ein Bauchgefühl dafür, ob der Release wirklich näher rückt oder nicht. Und in den letzten Monaten war ich mir schon ziemlich sicher, dass da eine Verschiebung kommt. Ja. Und ja. Ja. Ich fand es übrigens ganz lustig, weil es wurde dann auch so ein bisschen in der Presse international wie deutsch darüber geschrieben und da gibt es eine bekannte deutsche Spielezeitschrift. Ich will sie jetzt nicht spoilern, aber ich gebe einen Tipp. Sie fängt mit Gay an und hört mit Star auf und die haben halt geschrieben, dass 2015 angekündigte, naja, es wurde 2016 angekündigt und der Nachfolger zu MechWarrior 4 Vengeance. Das ist natürlich auch nicht ganz richtig. Also wer das gelesen hat, ist es ja der Nachfolger zu MechWarrior 4 Mercenaries. Und deswegen heißt es jetzt auch MechWarrior 5 Mercenaries, nur um das mal kurz richtig zu stellen, nicht, dass da irgendwie Verwirrung da draußen existiert oder aufkommt. Denn wir haben hier ein Söldnerspiel und nichts mit Davion-Loyalisten, die von ihrem bösen Steiner-Verbündeten unterdrückt und verfolgt werden. Ich dachte, die Steiner würden von Davion unterdrückt und verfolgt. Nee, das war ja in diesem Civil War, diesem Bürgerkrieg, kleine Exkursion ins Battletech-Universum. Das Vereinigte Commonwealth bestand ja aus Haus Steiner und Haus Davion, wobei Davion gefühlt dominanter war. Und nachdem der liebliche kleine Victor sich ja auf dem Weg zu den Clans gemacht hatte, um die halt eben mal so richtig, also zumindest den Novakatzen, nicht Novakatzen, den Smokejaggers, den Chaos zu machen, hat ja seine hinterhältige Schwester Katharine die Macht an sich gerissen und hat dann gnadenlos alle Loyalisten dann verfolgen lassen. Und das ist ja das Thema von Vengeance, dass da eigentlich loyale Verkommen-Adelige auf ihrem eigenen Heimatplaneten, und zwar Kentaris IV, da hat ja Haus Kurita auch mal so ein kleines Intermezzo gehabt mit ein paar Nuklearwaffen. Und die haben dann sozusagen die Familie dort dann überfallen und beträchtliche Teile davon dann halt auch getötet oder ermordet. Und das geht ja dann so um sozusagen diese Rückeroberung des Planetens gegen Haus Steiner. Als ich damals das gespielt habe, kannte ich die Bücher noch nicht. Das heißt, ich habe irgendwann vor dem Civil War aufgehört zu lesen, spielte dann das Spiel und war etwas verwundert, dass ich als Davion auf Steiner schießen muss. Aber ich dachte, nun gut, komm, ist okay für mich als Kurita eigentlich. Ja, das denke ich mir. Das war schon mal praktisch ein Preview, eine Sneak Peek auf unsere Geschichtsstunde, die irgendwann... Yeah, auf die habe ich schon richtig Bock, muss ich sagen. Ja, aber wir müssen uns immer noch darauf einigen, welches Zeitalter wir nehmen. Es gibt so viele. Alle. Der Podcast wird einfach 85 Stunden lang, das ist in Ordnung. Meinst du, das schaffen wir in 85 Stunden? Ich glaube, es dauert länger. Ich muss schnell sprechen und wir nehmen dazu, damit wir wach bleiben, diese australische Fernfahrerdroge, ne, 85 Stunden am Stück wach und dann tot. Okay. Aber das war's wert. Ja, das Problem ist aber, wenn ich danach direkt hoch bin, wie soll ich es dann noch hochladen? Du hast eine Form an, zeig dir das vorher. Okay, ja. Wenn nicht, nimmst du es und ich mache so lange ein Nickerchen. Okay, dann kommen wir. Hast du noch irgendwas oder können wir zur Battletech kommen? Nee, also grundsätzlich, sonst gibt es in MechWarrior 5 eigentlich nicht viel zu, sonst haben sie auch nicht viel gesagt, außer ja, also wir wollen das 100% beste Spiel machen seit 2002. Das war der Release-Tag von dem alten MechWarrior Mercenaries, ne? Und bla 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 bla. Und dann haben sie noch ein bisschen bla 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 und wir wollen das geilste Spiel und bla bla. Und ich hoffe das natürlich auch. Und ja, von daher, we will see. Und ich freue mich trotzdem und kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, denn 4 Spieler kooperativ, da habe ich schon richtig Bock drauf. Mhm. Was mir noch einfällt, in Zukunft, sofern der Plan von mir aufgeht, werden wir nicht nur auf mit Dings hier angemeldet sein, mit, wie heißt denn das jetzt hier, Podcast, also ja, über Player, sondern auch, wir kommen auf, theoretisch, wenn alles funktioniert, YouTube, Spotify, Soundcloud und ja, das war's. Dieser geht nicht. Ich glaube, ich habe damit so alle, aber so auch die Wünsche, die so an uns herangetreten wurden. Wir werden also die Welt und die Innersphäre erobern. Genau. Und die Äußerung. Sehr schön. Und die Clan-Gebiete, weil alles ist, glaube ich, weit außen. Alles. Ich weiß nicht, theoretisch müssen wir da schon drauf sein. Ich habe gar nicht geguckt. In der Heimatwelt in der Clans, ich weiß nicht, ob wir da übertragen werden. Wir verstehen keinen Spaß.
Wir machen ja auch keinen Spaß, wir spielen Battletech. So ist es. Und dann kommen wir zu Battletech von HBS. Also, mein Eindruck. Ich fand's geil, aber, nein, aber. Keine aber ist blöd. Ich fand's geil, Punkt. Was mich irritierte, war zum Beispiel, dass wenn ich gejumpt habe, danach nicht unbedingt schlechter geschossen habe. Das hat mich verwirrt, aber okay. Es war jetzt für mich so von wegen, wenn möglich, eigentlich immer springen. Weil das gibt wohl einen Verteidigungsbonus, wie er stand da. Ja, aber es sorgt auch für viel Hitze. Das ist so der limitierende Faktor. Also ja, aber nur die Hitze ist halt. Also ich hatte Maschinen dabei, die waren halt eh immer kalt. Das ist mir wurscht gewesen. Ein bisschen Taka-Taka und dann ging das. Ja, weil du auch an deinen Dingen herumgebastelt hast, du aller MacGyver. Nicht ja, also, ja, grundsätzlich, ich gebe dir recht, also Springen sollte auf jeden Fall einen Malus auf den eigenen Trefferwurf geben, weil einfach Springen erschwert das eigene Zielen deutlich. Und das habe ich auch nicht so gespürt in dem Spiel und ich habe es auch an verschiedenen Stellen gelesen, dass die gesagt haben, nee, gibt's nicht, gibt keinen Nachteil. Aber ich sag mal, sonst grundsätzlich, wenn das einzige Problem ist von dem Game, dann kann ich damit leben. Mhm. Stimmt. Eigentlich. Ich will gerade Szenario schreiben und stelle mich gerade an. 10 Ario. Das ist einfach 1-0 und dann Ario. Ja, dann habe ich es ja sogar richtig. Ganz einfach. Ja, perfekt. Nein, ich wollte aber was für nachher Dings mal aufschreiben. Und, ja, aber dann lass mal nicht mal mit den Detailkrams anfangen, sondern erstmal grundsätzlich. Also HBS Battletech. Die Story ist toll. Die Story ist richtig geil gemacht. Ja, ich finde die Story gut. Ich finde sie vor allem gut erzählt. Das ist also die Story an sich so. Ist jetzt nichts dabei, was ich nicht in 50, jetzt höre ich mal auf zu übertreiben. Also, wann habe ich angefangen mit Battletech? 93. Das sind jetzt 25 Jahre her. Also, es ist nichts darunter, was ich nicht schon mal irgendwo in Battletech oder in einem anderen Fantasy- oder Sci-Fi-Universum gelesen hätte. Aber das finde ich auch okay. Denn wie zwanghafte Twists und Überraschungen und Verdrehungen ausgehen können, habe ich ja leidlich in The Last Jedi erfahren müssen. Also überraschend, notorisch überraschend, ist ungleich gut erzählt. Ja, das stimmt. Also sie hat mir auch, also es waren nicht zu viele Wendungen bei, so ein paar Kniffe, sag ich mal, unten drunter. Und mir ist jetzt nur eine Mission eingefallen, also fällt mir jetzt noch ein, wo praktisch in der Mission irgendwas ganz anderes war, als man diesen einen Typ da eigentlich befreien musste und der dann. Ne? Ja, ich denke mal, Spoiler dürfen wir mittlerweile. Das Game ist so lange draußen. Ja, also wer es bis jetzt noch nicht durch hat, selbst schuld. Ja, also man muss einmal diesen einen Typen befreien oder soll ihn befreien, aber er ist denn nicht da. Tada! Das ist so die größte Überraschung. Innerhalb der Mission oder so. Ansonsten war es okay. Und auch die Art, wie sie die Story erzählt haben. Also dass diese Zwischensequenzen, diese gemalten Szenen, die fand ich wirklich richtig. Die haben mir richtig gut gefallen, ja. Also ich mochte den Stil von diesen Zeichnungen. Das ist natürlich starke Geschmacksfrage, ne? Fast 10 Leute kriegst du 12 Meinungen, aber mir hat es auch gut gefallen. Ja. Und was ich im Gegensatz zu dir nicht hatte, ich war nicht so gesegnet mit Souls, wobei ich auch irgendwie 100 Stunden dann auf der Uhr hatte. Okay. Ich hatte zum Schluss, was hatte ich denn? Ich hatte einen Zeus, ich hatte den Highlander. Aha. Und jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Jetzt hatte ich mal den Zeus, den Highlander, diesen mit diesem Bauch, der nach vorne so ist, den fand ich voll kacke. Aber den Highlander? Nee, den gibt's doch gar nicht. Ich glaube, das waren Heavy. Ich weiß es gerade nicht mehr. Also auf jeden Fall, ich hatte nicht wie du 8 Atlasse oder so. Oder Atlanten. Nee, Atlassasse. Atlassasse, genau. Atlanten finde ich aber viel schöner. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte 2 Stück zum Schluss, 2 Atlanten irgendwie. Den einen, den du halt durch die Mission bekommst sozusagen und nochmal einen zusätzlich. Moment, stopp. Welche Mission kriegst du denn mit deinem Atlas? Ich habe einen Highlander bekommen. Für die allerletzte kriegst du doch hier. Die Tante fährt doch selber einen Atlas. Das ist ach so, stimmt. Und so. Ja, okay, ja, den, ja. Aber da habe ich ja dann aufgehört, weil nur noch die normalen Missionen, da hatte ich jetzt auch keine Lust mehr.
Also Nee, diese. eben, das hat dann auch, also für mich war der Reiz des Spiels in dem Moment vorbei, in dem ich halt die letzte Story-Mission durch hatte, einfach weil es keine größere Herausforderung mehr für mich gab. Und das ist auch so, vielleicht, wenn man einen Kritikpunkt im größeren Rahmen nennen möchte, ist es der für mich, dass einfach danach das Spiel eigentlich vorbei ist, weil du hast eh Assaults und du trittst maximal gegen andere Assaults an, und wenn du vorher schon Assaults gefarmt hast, so wie ich es gemacht habe, und das geht ganz gut an der Davian-Grenze zum Taurus-Konkordat, hast du diesen Spaß schon vor der letzten Story-Mission ein paar Mal. Das ist auch launig. Also ich finde vor allem, Assaults fühlten sich selbst in der Vanilla-Version, die ich damals noch gespielt habe, also die Release-Fassung, schon sehr assaultig an. Wir kommen jetzt ja gleich zu dem Update, was just angekündigt wurde, die Version 1.1. Da wird es ja noch mal ein bisschen besser für die Assaults. Denn da wird die Standhaftigkeit vor den Mechs verbessert. Das heißt, die Mediums werden etwas standhafter als bisher. Das heißt, sie werden nicht mehr so schnell umgeworfen. Die Heavies noch standhafter und die Assaults noch standhafter. Das heißt, die kriegen so Aufschläge darauf, dass sie halt nicht so leicht umgeworfen werden. Was ich aber auch richtig finde, weil so ein Light, klar, der kippt um, aber das war das Einzige, was mich mal genervt hat in einer Mission. Da hatte ich irgendwie zwei blöde Jager-Mechs mit Daka-Daka und zwei Katapult-K auf der Gegenseite, und die haben jede Runde einen meiner Mechs umgeworfen und dann mit einem Cold Shot in den Center umgelegt. Und das war so, irgendwie, ich kann gar nichts dagegen tun. Und das war ein bisschen affig. Ja, das stimmt. Was mir persönlich nicht so gefallen hat, ist das Initiative-System. An sich ist es für ein Rollenspiel nicht schlecht. Also das Initiative-System ist einfach, es gibt vier Phasen während einer Runde. Eins, zwei, drei, vier. In eins die Light Mechs, in zwei Medium, drei Heavy, vier Assault und Co. Durch einen Skill vom Piloten kann sich der jeweilige Mech noch um eine Stufe nach oben machen. Also wenn du einen guten Piloten hast, der diese Sonderfertigkeit hat, kann der Assault statt in der vierten schon in der dritten Runde sein. Jawohl. Aber ansonsten, dadurch, dass die meisten Missionen auch später dann so waren, dass ich dann die Assaults hatte und Heavies und der andere hauptsächlich Mediums und Lights immer Feuer dran war. Und das hat so ein, also das war, und zusätzlich kam dieses nacheinander Feuern, also wegen Feuern. So konnten sie teilweise mehr Schaden mir hinzufügen. Ja, das könnte man jetzt Geweine nennen, aber mir fehlte das Initiativesystem vom Tabletop. Das hätte ich besser gefunden, dass man erst einmal alles bewegt nacheinander und danach gleichzeitig schießen. Das heißt, ich sage dann an, wer wen schießt, und dann kommt praktisch die Schussphase. Das hätte ich persönlich an meinem BattleTech Tabletop-Herz schöner gefunden, aber ich kann verstehen, dass sie das fürs Computerspiel so umgesetzt haben, wie sie es umgesetzt haben. Ja, Gott sei Dank sind wir da mal nicht einer Meinung, weil sonst würde der Podcast hier furchtbar langweilig. Also ich finde, es ist großartig, gerade in Hinsicht auch für die Multiplayer-Erfahrung. Da können wir jetzt mal den Bogen dazu schlagen. Denn es eröffnet gerade Multiplayer doch enorme taktischen Spielraum. Denn sozusagen gezielt jene Mechs aufs Korn zu nehmen, die noch nicht bewegt und gefeuert haben, ist ein extrem probates Mittel, auch in der Kampagne im Übrigen. Aber der Computer ist halt noch mal nicht so schlau. Das habe ich damals in der Beta von BattleTech schon gesagt. Sie so, naja, also die KI hat mich jetzt nicht so überzeugt, und in der Vanilla-Version, also die Release-Version, war es nicht wirklich wesentlich besser. Also von daher, die KI hat schon öfter mal Moves gemacht, die echt ein bisschen doof waren. Ne? Gut, das tun auch menschliche Spieler. Habe ich schon gehabt, ey, wo ich gedacht habe, Junge, du hast dich mit der Initiative noch gar nicht auseinandergesetzt. Der hat mich immer schön die zerschroten lassen, und die schön, also immer vorn Feuerfeld stand. Dann hat er irgendwie einen bewegt. Er hatte die Wahl zwischen zwei Mechs. Und er bewegt den, der weit hinten steht. Ah, okay. Und ich konnte dann den vorne schön zerschießen. Bis der dann dran war, war der halb oder ganz tot. Also, also von daher, menschliche Spieler bedeutet nicht gleich automatisch kluger Spieler oder so. Ne?
Auf der anderen Seite hast du einen fähigen Spieler, der das System geblickt hat. Dann wird es richtig spannend, vor allem auch im Zusammenspiel mit dem Skill, den du vorhin beschrieben hast, dass man halt dann schon einzelne Piloten eine Phase früher ziehen kann. Und damit dann ein Mech einfach schon unter dem Medium, sondern zum Beispiel einen heftigen Heavy Mech, der dann schon in der Medium-Phase richtig wirbeln kann. Also mir gefällt es sehr, sehr gut, vor allem, weil die klassische Initiativphase ja auch ihre Nachteile hat. Und ich habe das Ding 25 Jahre lang so gespielt. Eine Abwechslung fand ich war genau richtig. Ja, okay. So kann man, ich sage, es ist auch valide. Es ist jetzt auch nicht so, dass es keinen Spaß deswegen macht. Das ist so. Nö. Ich mag das andere halt. Das ist so, was mich an vielen Dingern, auch am Tabletop, wie vorher mal ich euch schon mal gesagt, mich stört, dass das Initiativesystem von Battletech ist am fairsten, möchte ich sogar sagen. Es ist ziemlich fair, ja. Also ich mag es auch. Also von daher, das bedeutet nicht, dass ich jetzt sage, Tabletop muss jetzt so sein wie in HBS Battletech. Ich mag beide auf ihre Art und ich spiele einfach beide gerne. Was mir noch fehlt und was mich ein bisschen gestört hat, war, dass der Schwierigkeitsgrad in der Kampagne und auch in den Missionen teilweise nur über die Masse der Gegner kam. Das heißt, du hattest immer nur eine Lanze. Ich hätte mich über 2, 3 oder 4 gefreut. Vielleicht sogar mit, oder was heißt vielleicht sogar, sondern auf jeden Fall mit Tonnagenbeschränkung, sodass du dir praktisch eine Scout-Lanze, eine mittlere, eine Heavy, eine Scout-Lanze machen kannst oder beziehungsweise verteilen kannst. Das fehlt mir dann noch, aber vielleicht kommt es noch zukünftig, dass man nicht immer nur eine Lanze kämpft. Es gibt eine. Bin jetzt versucht zu sagen, ich sehe das komplett anders, falls einfach so schön ist, aber, aber ich stimme dir da komplett zu. Das ist tatsächlich mein größter Kritikpunkt an Battletech, denn ich habe mit Mitch Gittleman, einem der führenden Entwickler oder Producer ist er, glaube ich, sogar von Battletech, anno 2015, so in meiner Endphase bei BAFT, noch ein Skype- oder Telefoninterview mit ihm gehabt, das übrigens sehr sympathisch war, das können wir auch nochmal irgendwo verlinken. Und da hatte ich gezielt danach gefragt, weil das ist mir bei allen bisher erschienenen MechWarrior-Battletech-Mech-Commander-Spielen auf die Eier gegangen, dass du gezwungen wirst, im Laufe einer Kampagne immer schwereres Material aufzubieten, weil du sonst irgendwann chancenlos bist, einfach aufgrund der Firepower und der mangelnden Panzerung, ne? Ja. Also der nicht, ne? Und da hat er gesagt, nein, es wird Missionen geben, wo man auch auf Geschwindigkeit und dergleichen setzen muss. Und das klang gut. Und ich weiß auch von einem Entwickler von Ihnen, der auf Reddit da so ein Ask Me Anything durchgeführt hat, so ein paar Wochen nach Release oder ein paar Tage. Und da hat er gesagt, wir haben diese Missionen, wir haben sie getestet, sie waren nicht fertig. Wir wollten das Spiel nicht noch weiter verschieben, weil gerade solche Missionen, das weiß ich ja auch aus den Tabletop-Szenarien. Wenn du Missionsziele hast über das Bring alle Gegner um, wird es einfach schwer, das zu balancen und dass es fair und spannend und ausgewogen ist. Und ja, ich hoffe mal, dass es tatsächlich mit dem ersten größeren Inhalts-DLC kommen wird. Denn wie wir wissen, Herbrain Schemes hat sich ja gewissermaßen aufkaufen lassen von Paradox, wenn ich jetzt mich nicht irre. Ja, Paradox. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Und das muss sich weiterentwickeln. Aber ich bin da optimistisch, denn bei Shadowrun war das ja auch so. Ich habe das erste Shadowrun damals noch für BAFT und ich glaube sogar die Games getestet. Ich bin nie ein großer Shadowrun-Fan gewesen. Ich kenne mich so grundlegend im Universum aus. Ich honoriere es und es war nett, ne? Und ich glaube, ein Fan von Shadowrun, die fand das damals alle total geil. Und ich kann es verstehen, warum. Für mich als eher neutraler Beobachter oder sagen wir mal wohlgesonnener, war es okayisch. Aber es war spielerisch und auch von der Erzählweise noch keine Offenbarung, ne? Und ich glaube, so kann man auch diese Grundversion von HBS Battletech betrachten, wenn man jetzt nicht so wie ich oder du halt Battletech-Fans sind, ne? Aber es ist halt auch nur das Fundament und darauf sollen sie bitte weiter aufbauen, so wie bei Shadowrun. Ich habe die späteren nicht gespielt, aber ich weiß von Leuten, die sich damit gut auskennen. Ja, kann ich dazu was erzählen. Sagen? Also ich habe das erste mitgekauft gespielt, das zweite auch. Und das dritte, also ich glaube, das zweite und das dritte habe ich auch dann über Kickstarter mitfinanziert oder zumindest das dritte. Also Hongkong. Leider habe ich Hongkong irgendwie noch nicht gespielt.
Aber das soll sehr geil sein. Ja, das soll sehr geil. Ich habe das zweite gespielt. Ich fand das total geil, in Berlin zu sein. Ich bin auch Shadowrun-Rollenspieler und muss sagen, das hat das richtig geil eingefangen. Also ich fand es richtig geil. Ich hatte dann nur zu der Zeit, wo in Hongkong war, irgendwie nicht den Nerv, das komplett auf Englisch zu spielen. Das war der Vorteil beim ersten. Bei Dragonfall gab es das auf Deutsch. Dragonfall war ja das zweite, Returns, glaube ich, war das erste. Das war auch auf Deutsch, kam später raus. Und Dragonfall in Berlin und dann Hongkong ist nur auf Englisch, da gibt es keine deutsche Version. Vielleicht gibt es inzwischen eine Mod. Das kann sein, weil die Steam Workshop frei sind. Also das heißt, sie funktionieren beide mit, alle drei mit Steam Workshop. Das könnte jetzt sein, dass es inzwischen eine deutsche gibt. Falls es jemand weiß, sagt mir mal Bescheid. Englisch kann ich grundsätzlich. Ich muss mich dann immer noch irgendwie dann die Zeit dafür nehmen und habe irgendwie manchmal keinen Nerv für. Und dann liegt das jetzt schon auf meinem Pile of Shame irgendwo da drunter. Aber diese Progression könnte halt ähnlich sein. Und ich muss da eine Lanze für HBS brechen, weil ich finde diesen Ansatz absolut sinnvoll, wenn man nicht jetzt ein gigantisch großes Team mit echt einem sehr liquiden Publisher dahinter hat. Denn was passiert, wenn du ein Kickstarter-Projekt sehr ambitioniert mit ganz hohen Zielen und sich immer weiterentwickelnden Zielen raus startest, zwar auch mit ordentlich Geld, aber noch bei weitem nicht so viel Geld, wie du bräuchtest, gibt es ein perfektes Beispiel und das heißt Star Citizen. Ja. Das heißt, wenn du so ambitioniert, du kommst nie zu dem Ende. Und ich habe auch schon jetzt nicht in Sachen Softwareprojekte mitgearbeitet, sondern Webseiten. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn die Vision zu groß ist und diese Vision sich während der Entwicklung ständig weiterentwickelt, du wirst nie fertig werden. Ja. Und deswegen lieber den Spatz in der Hand als taub auf dem Dach. Deswegen, ich finde HBS Battletech, so wie es rausgekommen ist, für das, was sie hatten, an Kohle, an Personen, an Human Resources, an Entwicklerkapazität. Absolut gelungen, ist ein super Fundament und ich freue mich auf den nächsten Schritt. Ja, man muss auch sagen, um jetzt auf den Kauf von Paradox anzusprechen, Paradox macht es mit seinen Marken wie Europa Universale, Universalis oder Victoria, glaube ich auch. Ich glaube, schon älter. Und Kingdom irgendwas. Nee, das ist was ganz anderes. Das ist praktisch wie Europa, wie Universalis, das ist vielleicht Zeit davor. Mir fällt jetzt irgendwas mit Kingdom oder so. Mir fällt jetzt gerade der Name. Wir können auch googeln. Wie googeln? Paradox. Ja, ich bin da sind sie doch. Stellaris, oh ja. Hearts of Iron, oh ja. Europa Universalis, ja. Aber das Victoria meine ich nicht. 2. Nein, meine ich auch nicht. Crusader Kings ist es. Das ist praktisch der spieltechnisch spielt es vor Europa Universalis. Und das Geile ist, es gibt sogar ein DLC, der Stronghold Kingdoms durch hat, praktisch es importiert die Welt in Europa Universalis und dann weiterspielt. Und gerade Europa Universalis, die bringen regelmäßig DLCs raus, die vom Preis okay sind. Sofern man am Anfang mit einsteigt. Das Problem, was die haben, ich glaube, das war der Podcast Jack GameStar oder GameStar Plus Podcast. Ich weiß nicht, ob es in der Plus oder in der freien Version drin ist, da haben sie also auch über Paradox gesprochen. Und es ist halt so, dass die Paradox wirklich ihre Spiele Langzeit supporten. Und das sehe ich jetzt auch positiv, dass sie Battletech haben von ABS, dass das ähnlich wird. Das heißt, die werden immer wieder mal DLCs rausbringen. Der Nachteil ist, von diesem System, es gibt kein, wenn ich jetzt neu kaufe, habe ich alles und ich müsste dann alle DLCs kaufen und das bei Europa Universalis müsste ich dann irgendwie nochmal 150 oder 200 Euro nochmal ausgeben, dass ich alles habe. Da gibt es noch keine wirkliche Lösung oder die haben sie zumindest nicht, da haben sie im GameStar Podcast mit dem auch mal gesprochen darüber, aber die haben da auch noch keine Rechte. Also so gesehen sehe ich das sehr positiv, dass die Paradoxer jetzt HBS gekauft haben.
Ja, also ich finde es auch positiv. Ich bin aber auch nicht der klassische Completionist. Also es gibt ja so Leute, die sich exakt an diesem Problem stören und sagen, da kommt immer wieder was in kleinen Mengen raus. Ich habe mir auch sagen lassen, also ich bin jetzt nicht der Paradox Game Fan. Also ich kenne Stellaris zum Beispiel, das hat mich immer gereizt. Aber ich kenne zwei Leute, die da wirklich in diesem Spiel über viele Monate versunken sind. Und das schreckt mich momentan tatsächlich eher ab, weil ich bin tatsächlich mehr so der Online-Gamer geworden. Ich fand so die Zeit, die ich jetzt mit der Singleplayer-Kampagne von BattleTech verbracht habe, das war genau richtig. Ich hatte dann auch gegen Ende keine Lust mehr, weil es mir sonst zu lang geworden wäre, weil ich spiele lieber mit euch online im WoW oder halt auch BattleTech jetzt im Multiplayer. Und ich will nicht monatelang irgendwie in so einem Stellaris-Ding suchten. Und ich weiß, wenn es mir gefällt, mache ich das. Und dann fehlt mir aber irgendwas in meinem Leben. Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, diese Completion ist das eher das Problem, wenn du später einsteigst. Wenn du während der Tür und das Jahr diese zwei, drei, vier oder wie viel auch immer DLCs das sind, die mitkaufst, dann ist das einmal nicht so viel Geld. Aber wenn du praktisch später neu mit dem Spiel einsteigst, dann hast du das Problem, dass du so einen riesen Wust hast, den du eigentlich gar nicht, oder du sagst, so viel Geld brauche ich gar nicht. Oh Scheiße, die haben mein Spiel, das ich gesuchtet habe. Es ist genau so ein Ding gewesen. Sword of the Stars. Oh mein Gott. Sword of Doom sagt mir was. Ja, das ist schon ein paar Jahre alt. Aber das war genau so ein Game, wo ich wirklich, ich so nach dem Motto, ja, ich kann jederzeit damit aufhören, wenn ich nur will. 2008 kam das raus. Und das ist genau diese Art von Spiele, die dann, also nein, nein, deswegen, das ist so wie so ein Ex-Trinker, der sagt dann lieber nicht mal einen Schluck, ne? Ja, das habe ich mit Europa Universalis auch gehabt. Also da habe ich hunderte von Stunden reingemacht Irre, irre, irre. Also und das ist mir aber meine Online-Peer-Group halt einfach wichtiger. Aber jetzt, was BattleTech angeht, also das ist natürlich mein Kernspiel und also einer meiner beiden Lieblingsuniversen neben Star Wars. Und da werde ich jeden DLC, den sie bringen, begrüßen und wahrscheinlich auch kaufen zum Leidwesen meines Kontos und meiner Frau. ja. Deine Frau wird es, glaube ich, verkraften. Ich fürchte auch. Sie ist ja leid gewohnt. Leid, viel, viel Leid. Ja. Hey, ich habe ja heute ein neues Auto gekauft, sie soll glücklich sein. Ich dachte, das ist deins, oder? Nee, 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 das ist jetzt tatsächlich eher ihres. Das andere, das in der Werkstatt steht mit kaputtem Getriebe, das ist meins. Ja, dann lohnt Guter es sich. Deal, oder? Sehr gut. zu BattleTech nochmal. Also, ich frage mich wirklich, also ich hoffe, dass sie jetzt, dass sie noch ein paar Story-DLCs bringen, dass sie da ein bisschen hingehen. Sie haben ja schon gesagt, dass sie die Star-Map irgendwie aufbohren wollen. Ich weiß nicht, hast du dir die Patch Notes für 1.1 schon durchgelesen? Ja, aber die haben jetzt damit noch nicht so viel zu tun mit neuen DLCs. Das ist wirklich tatsächlich mehr so, was den Schwierigkeitsmodus angeht. Da wurde ja auch viel gewünscht. Finde ich auch gut. Das heißt, man kann jetzt mehr, wie haben sie es granular, den Schwierigkeitsgrad einstellen. Das heißt, du kannst jetzt sagen, wenn du die Tödlichkeit da einstellst, dass jeder MacWarrior, der disabled ist, auch im Kampf immer stirbt. Jeder Mech, der den Center rausgeschossen bekommt, ist auch wirklich komplett vernichtet und kann nicht mehr gesalvaged, also erbeutet werden, auch keine Teile mehr davon. Ne? Du kannst einstellen, dass du jetzt keine super seltenen Waffen mehr wie Plus oder Plus-Plus Waffen erbeutest, sondern wenn die in dem Gegner schmächtigeren sind und der wurde irgendwie abgeschossen, dann kriegst du nichts davon. Die Dinger sind einfach kaputt. Ne? Und all solche Sachen, also man kann es jetzt ein bisschen schwieriger einstellen. Das Doofe ist halt nur, in vielerlei Belangen war ich ja schon am Maximum. Ich habe ja diese Iron Man Competition gespielt. Das heißt, ich habe nicht geladen, ich habe mit den Ergebnissen gelebt, die ich hatte. Und ich habe auch gesagt, okay, wenn mein Hauptcharakter stirbt, dann ist die Mission auch für mich dann gescheitert. Einzige Ausnahme gemacht habe, die Mission, diese Story-Mission habe ich dann halt nochmal neu angefangen. Das ist aber auch nur einmal passiert, weil mein Charakter einfach gestorben ist, sozusagen dann da. Ne? Und auch alle anderen waren tot. Also die ganze Lanze hat es erwischt. Und wenn ich Mech verloren habe und einen Piloten sonst irgendwie, ich habe auch hier den Dings verloren, wie heißt er? Ach, den alle verloren haben. Den Spider-Piloten am Anfang. Fuck. Keine Yep. Ahnung.
Ja, da gibt es unzählige Threads in Facebook-Gruppen und mir fällt der Name gerade nicht ein. Auf jeden Fall der Typ, den alle verloren haben, der ist auch bei mir gleich in der dritten Mission oder so hops gegangen. Also relativ früh, das war die erste Begegnung mit einem SRM-Carrier. Ich komme um die Ecke und da stehen SRM und LRM-Carrier und er ist tot. Ja. Und solche Sachen habe ich auch nicht rerollt und ich habe mit allem gelebt und auch mit jedem Verlust und so weiter. Und ich habe auch noch zusätzlich mit Stock-Mechs gespielt. Das heißt, ich habe die Mechs nicht verändert, nicht optimiert. Das Einzige, was ich gemacht habe, wenn jetzt zum Beispiel mein Mech seine AK-20 verloren hat und ich habe keine bekommen, habe ich eine AK-10 eingebaut. Sowas halt. Ne? Mhm. Und natürlich diese Mods zur Verbesserung der Überlebensfähigkeit, diese Cockpit-Mods oder sowas. Ne? Mhm. Die habe ich natürlich auch eingebaut, so wie, denke ich mal, jeder. Aber sonst habe ich wirklich unter möglichst harten Bedingungen gespielt. Von daher, für mich gibt es da auch keine Steigerung mehr. Für mich ergibt es gerade, außer ich habe nochmal Lust, alle Missionen nochmal zu sehen, gibt es keine Motivation darüber hinaus, das jetzt nochmal anzufangen. Selbst mit den Sachen, die jetzt mit 1.1 kommen, reizt mich jetzt nicht sonderlich. Da spiele ich lieber Multiplayer. Was ich gerade auch gesagt habe, Sie haben noch diese Geschichten. Moment, bevor du jetzt damit anfängst, meine Frage. Ja, warum? Schieß. Warum? Naja, warum hast du das so gemacht, dass du keine Laser ausgetauscht hast oder so? Ach so, Stockmax einfach, weil ich ein Oldschool-Fan bin und das war damals immer verpönt und da gab es so einen heute etwas komisch klingenden Begriff für, wenn einer Mechs optimiert hat oder halt sehr optimierte Mechs gespielt hat. Es gibt ja so eine Handvoll, so wie den Warhammer 6D oder die Wolverine M oder der Vulkan 5T und sowas, ne? Und die hießen damals in Fankreisen immer sogenannte Spritzerwannen, ne? Das ist so Wichser, ne? Und das sind so Leute, die nicht spielen können oder halt immer nur das optimale Ergebnis rausholen und halt nicht mit auch mal einem Handicap. Das ist so wie, als wenn du sagst, ich spiele gerne mit euch Golf und ich bin der Weltmeister, aber ich will kein Handicap. Ich spiele, ne? Das ist dann irgendwie langweilig. Und so konntest du zeigen, dass du auch als guter Pilot oder mit einer schlechten Maschine was reißen konntest. Und das war viel spannender für alle. Und du hast dann eher den schlechteren Spielern auch die bessere Maschine gegönnt, um das ein bisschen zu balancen im Tabletop. Ja. Okay, ich muss sagen, also, ja, ich persönlich habe nicht viel gemacht. Also, ich habe mir einmal aus einem Enforcer, glaube ich, war das, habe ich mir einfach mal ein LRM-Boot gebaut, weil ich auf LRM-Boote stehe und kein Katapult hatte. Als ich den Katapult hatte, hatte ich halt die mehr Munition für die LRMs reingebaut. Also wahrscheinlich waren sie vorher besser als danach, aber ich fand es halt witzig, mit LRM-Booten darum zu fahren. Der Vorteil ist nämlich, wenn du da mal 40 Raketen drauf jagst, dann sind die schon mal ein bisschen geschwächt und dann kann man es auch leichter umhauen, weil es jetzt da in der neuen Patch-Mode dann ein bisschen schwieriger wird. Ja. Ja, aber sonst muss ich sagen, ich habe noch was verändert. Ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Plus- oder Plus-Plus-Waffe bekommen habe, sagen wir mal beim Stalker, ein Large Laser Plus-Plus, ne, dann habe ich die halt 1:1 ausgetauscht, ne, weil einfach die andere Waffe besser ist. Ja. Also das habe ich auch gemacht. Also 100% rigide war ich da nicht, aber ich habe versucht, an dieser alten 30-25er Classic Battletech Experience so nah wie möglich dran zu sein. Und das hat mir auch tatsächlich am besten für mich an dieser Kampagne gefallen, weil es dieses Gefühl der frühen Grey Death Legion Trilogie rübergebracht hat, dass du wirklich oftmals von der Hand in den Mund und dann auch mal Mechs einsetzen musstest, die du sonst nicht da im Line-Up gehabt hättest, einfach weil du nichts anderes hast. Und ich habe halt frühzeitig nach dem Verlust dieses einen Piloten schon angefangen, mir neue Piloten heranzuzüchten und immer wieder durchzurotieren, um die sozusagen hochzuziehen vom Skill, dass wenn mal einer längerfristig ausfällt oder stirbt, dass ich ein Replacement habe, der vielleicht zumindest 75% von dem First Line bringt. Ne? Ja. Okay, und das ist auch gelungen. Also ich hatte nachher 12 Piloten, die waren echt tippitoppi. Oh nö, ich hatte 4. Oder ich glaube 6 dann. Ich glaube 6 hatte ich dann irgendwann zum Schluss. Ja, ich hatte 6 oder 8 auch, also so, ich sage jetzt mal 6 Stück, die so wirklich auf Level 9 oder 10 waren, aber die anderen waren nicht so viel schlechter. Ne? Die waren so 7 bis 8 vielleicht. Ne? Ja, okay. Was ich noch gemacht habe, hast du das gepostet oder habe ich es dir gepostet? Die Geschwindigkeit konnte man in der INI-Datei irgendwie erhöhen. Ja, das kommt jetzt mit dem Patch. Genau, das kommt jetzt mit dem Patch. Das finde ich sehr gut, weil das war doch manchmal ein bisschen sehr
langsam. Ja, ich dachte, das ist das Lächeln der Performance meines Rechners oder so, aber das war tatsächlich teilweise so gewollt, fand ich ein bisschen strange. Und diese Mods haben da schon wahnsinnig geholfen. Das ist jetzt mit dem Patch so relativ schnell bringen, ist ein Einsehen und das wird uns langfristig auf jeden Fall zugutekommen. Ja, ich habe auch diese die Einstellung mit diesen Sonder, also wenn man schießt oder wenn das getroffen wird oder springt, diese Kamerafahrten, die habe ich auch abgesehen vom Nahkampf ausgemacht. Okay, ich habe die dann. Ich mag das. Nö, das war mir irgendwie immer das Gleiche. Ja, passt. Ne? Jeder wie er mag. Ich sehe gerade hier den Ironman-Mode, der kommt auch mit Version 1.1. Da steht, die Kampagne ist auf einen einzigen Safe-Game-Slot begrenzt, der automatisch aktualisiert wird, während man voranschreitet. Das heißt, hat man keine Kohle mehr, was ja bei meinem ersten Durchlauf passiert ist. Ja. Oder versaut man eine Prioritätsmission, ist das Spiel vorbei. Finde ich cool. Ja. Ja, für jeden, das will, immer. Ja, einfach mal so eine Herausforderung und es war genau das Richtige für mich. Man muss es ja nicht machen. Ich verurteile niemanden, der abgespeichert und neu geladen hat oder seine Mechs halt modifiziert. Das ist ja auch Teil des Spiels und jeder soll es ja so spielen, wie es ihm oder ihr gefällt. Ne? Und da bin ich auch nicht so, dass ich da mit dem Finger auf jemanden zeige, außer vielleicht auf dich, aber das darfst du nicht so. Was ich auch sehe, von der Balance her, sie haben sehr viele die Waffen geändert, also vor allem die Heat Generation. Also, ja, das sind mal die Sachen, die ich mir so ganz zum Schluss durchlese. Die habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ist das mannigfaltig in beide Richtungen oder ist das irgendwie gibt's eine Tendenz? Ich sehe da nur fast nur runtergesetzt worden. AK-2, 5, 10, 20 LM, 10, 5, SRM-6, 2, Flamer, Increased Sixer, der Small Laser hat ein bisschen mehr, der Medium Laser sind die einzigen, die erhöht wurden. Ansonsten wurde fast alles runtergesetzt. BPC von 40 auf 35. Ja. Der ER Large Laser war 40 und er ist jetzt auf 25 reduziert worden. Okay, das ist kurios. Der Large Laser von 30 auf 18. Finde ich auch irgendwie merkwürdig. Also ich fand, ehrlich gesagt, ich habe da nichts zu meckern gehabt. Ich fand das genau so, wie es war, richtig gut. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, was sie da bewogen hat oder was das Feedback war. Die Sache ist halt, wenn du die Hitze, Wärmeerzeugung oder wie auch immer reduzierst, machst du das Spiel schneller. Das heißt, der Gegner fällt schneller um, weil du einfach mehr ballern kannst. Mehr Damage pro Turn. Und ich fand das eigentlich die Kämpfe, so wie sie jetzt waren, ziemlich angenehm. Ja. Ich fand es interessant, wie schnell der Atlas heiß gelaufen ist. Das war ja einmal ein Alpha und er hat abgeschaltet. Und das war der mit den Doppellasern und alles, mit den Doppel-Heat-Sinks und so, also der moderne. Okay, den müsste ich mal durchrechnen. Ich glaube, das Vordings war der Atlas K oder so. Die Air Large Laser machen ja im Tabletop, glaube ich, 12 Punkte Hitze pro Stück. Da bist du schon bei 24. Dann hast du noch Laufen dabei, bist du bei 26. Du hast noch zwei Mediums, ich glaube, es sind sogar Medium Pulser bei dem Ding noch dabei. Na, das waren da 6 Stück oder 4. Ja, ja. 4, glaube ich. 4, genau. Das heißt, dann machst du 4 Hitze pro Nase, 18, bist du auf 40 Hitze, dann die SRM6 noch dazu, 44 und die LM20. Bist du dann, ich glaube, die hat 6, bist du 50 und dann noch, glaube ich, ich glaube, der hat eine Gauss-Rifle drin, wenn ich mich nicht erinnere. Der hat AK-20? Der hat eine AK-20, genau. Es gibt dafür mal einen Atlas mit der Gauss, ich glaube, es war der K, aber es gibt ja auch andere refitted Versions. Mhm. Also wenn der eine AK hat, dann kommen da nochmal 7 Punkte Hitze drauf, bis wir bei 57. Und ich glaube, da hat nicht mal der Atlas genug, um das halt alles abzubauen. Ne? Ja, das nicht, aber im Dings hat er nach dem ersten Runde war er, glaube ich, schon im vollen Roten oder hat gleich abgeschaltet. Das weiß ich nicht, wenn du alles abgefeuert hast. Ja, geh mal von 20 Double-Heatsings aus, hat er dann 40 und wenn du dann 57 hast, bist du bei 17, bist du auch auf meinen ersten Shutdown und die erste Ammo-Explosion musst du auch vermeiden. Okay. Schon. Also von daher ist auch nicht ganz ohne. Ja, das hat mir auch an der AI gestört, an der KI.
dass die ständig total überhitzt hat. Die haben nicht abgewartet, die haben einfach immer Vollgas gegeben. Oh. Das ist dir War auch mir jetzt nicht so aufgefallen? aufgefallen, aber ist möglich. Also ich fand halt die Zugfolgen, die Initiative ausnutzen, das ist halt echt schwer, ne? Ja. Dass eine KI auch aufgrund dieser vielen Variablen, die da sind, von den Waffensystemen, das Gelände, also erstmal die Hügel, das Terrain und dann halt auch die Vegetation und so und in Relation zu den anderen Units, also das ist nicht ganz einfach, das wirklich klug zu programmieren, ne? Ja. Vor allem, wenn du auch noch so eine komplexe Initiativphase mit verschiedenen Skills hast. Das stimmt, ja. Wobei ich glaube, die hatten alle nur Standard-Skill oder so. Boah, keine Ahnung. Das, also ich bin jetzt auch schon länger durch. Also wann habe ich, April kam es ja raus, ne? Und ich würde sagen, so Mitte Mai war ich durch. Mitte Mai, ja. Ja, ich Also, glaube, ich war so Ende Mai. ja. Also ich habe mich jetzt nicht durchgehetzt. Also es war nicht so, dass ich jeden Abend krampfhaft gespielt habe, aber ich habe gerne und viel gespielt und war dann auch relativ zügig durch. Ja, ich muss sagen, ich fand, ich habe das mal mit dem Steam Controller gespielt, weil ich im Bett lag oder Ach was, liegen echt? musste. Okay. Ja. Und ich habe diesen Steam Controller lieben gelernt. Ich fand den ja vorher kacke. Ich habe den mal, als er so ganz billig mit der Das Steam Ding, Machine war, billig Steam du Machine, klangst also, das klingt ein bisschen komisch, du lagst also in deinem Bett und hast mit deinem Steam-Controller gespielt und hast ihn lieben gelernt. Ja. Nee. So, so ein kleiner Stick mit zwei Buttons drauf, oder? Nein, Ich kenne ihn gar er nicht. hat nur einen Stick und zwei so eine Buttons. Der ist, Ja, sag ich doch. ja, okay. Auf jeden Fall, er hat wirklich wunderbar funktioniert. Also damals, als ich ihn gekauft habe, war dieser Steam Link gab es, also dass ich es an Fernseher anschließen kann und diesen Steam Controller für 50 Euro inklusive Versand oder 30 oder so, da habe ich gedacht, naja, holst du dir mal. Dann habe ich es mal ausprobiert. Damals habe ich probiert mit, Battlefleet Gothic. Habe ich das mal Aha, gemacht. Das okay. war okay. Es hat aber nicht so richtig wirklich funktioniert. Wahrscheinlich, weil es auch nicht die richtige Einstellung gab. Also es gibt ja so eine Einstellung, die du für jedes Spiel einstellen kannst, welche Taste wie wo was macht. Und ich muss sagen, es hat wirklich einwandfrei funktioniert. Hat richtig Spaß gemacht mit dem Controller. Ja, ich leg meine Hand lieber an so eine formschöne Maus im kleinen Schwarzen. Ja. Nee, ja, weiß ich nicht. Kann ich mir vorstellen. Ich habe ja mal World of Warcraft mit diesem Kopfcontroller, mit diesem Stirnband versucht zu testen. Das hat gar nicht geklappt. Aber dafür mit dem Lenkrad war ganz lustig. Nee, Ja, das sowas habe habe ich ich nicht gemacht. ausgetestet bei BAFT. Warum? Das war einfach mal so ein Spaßartikel. Ich weiß nicht Ah, so. okay. Es kam halt auf, dass irgendeiner gesagt hat, irgendwie, hey, man kann das ja auch mit einem Gamepad am PC spielen. Und dann haben wir gesagt, okay, was gibt's denn alles an Controllern? Und dann haben wir tatsächlich alles, teilweise mit Mods oder mit so Zusatzprogrammen, dann wie damals ausprobiert. Unter anderem halt auch mit einem Autorennenlenkrad sozusagen für den PC. Es Ja. war halt alles ganz witzig. Ich habe es auch mal sowohl den Steam-Controller als auch mal meinen PlayStation 4-Controller versucht, MWO zu spielen. Das ist nicht so geil. Da funktioniert es überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Das liegt einfach auch einfach daran, die anderen, diese Controller sind viel zu grob dafür, ne? Also die Maus ist da wesentlich präziser, immer präziser. Ja. Und aber eine Maus kannst du halt in dem shaky Cockpit halt nicht richtig kontrollieren, ne? Also wenn das darüber ging, könnte man vielleicht auch Flugzeuge mit einer Maus fliegen. Aber sobald du einen Überschlag, eine Fassrolle oder was auch immer machst, wird es halt schwierig. Und vor Ja. allem gerade beim Flieger ist es halt so, irgendwann ist das Mauspad zu Ende und dann müsstest du den Looping oder die Kurve abbrechen. Ja, Also, oder wie früher dieses Schieben schnell hoch und auf der ja. anderen Seite weitermachen. Ich stelle gerade mir so den F-16-Piloten. Roll, 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 roll. Genau. Schön, schön. Ja. Okay, hast du noch was für BattleTech zu erzählen über? Na klar, Multiplayer, Multiplayer, Multiplayer. Ja, aber Ne? hast du schon Also. erzählt, was du gemacht hast? Die anderen waren doof und du hast gewonnen. Ja, nein, nein, es waren auch gute Gegner darunter. Ah, Also ich, okay. zum Beispiel der Starblaze, der Lorenzo bei uns aus der Unit, ne, Italiano, ne? Habe ich ein paar Mal gespielt. Das war schon sehr nett. Wir waren auch für Mittwoch jetzt nochmal verabredet. Leider ist ihm jetzt die Arbeit dazwischen gekommen. Aber das ist einfach,
wenn du merkst, dass also gerade auch Gegner, die vielleicht bei Echtzeit mit viel Hand-Auge-Koordination nicht die Killer sind, aber dann plötzlich im Taktischen, wo sie rundenbasiert, wo sie einfach Zeit zum Nachdenken haben, dann auch ihre Stärken ausspielen können. Das finde ich immer wieder faszinierend und ich muss sagen, Starblaze spielt gut, ne? Und ich habe auch schon jetzt gegen den Warstoffel mal Partie gespielt. Ich glaube, ich habe sie sogar verloren. Ich habe gegen Onai auch schon gespielt bei uns, ne? Da hatte ich eigentlich schon gewonnen, aber irgendwie habe ich es geschafft, das nochmal zu vergimpen und hat mich dann weggeballert. Und also auch gegen Dodger habe ich schon gespielt und so. Also es war schon sehr unterschiedlich und jeder hat so seine eigene Herangehensweise und das fand ich spricht oder das finde ich, das spricht für das Game, dass man die verschiedenen Tactical Approaches da schon herausgemerkt hat. Ich habe mir daraufhin nach den ersten Partien schon so vordefinierte Lanzen-Setups abgespeichert. Das heißt, ich habe mich einen Abend hingesetzt und habe mir überlegt, okay, für 20 Millionen Credits, welche Lanze kann ich da haben? Welche Piloten sind das? Ich habe mir auch so ein bisschen Themenlanzen ausprobiert. Ich habe mir eine Pantherlanze natürlich zusammengebastelt, ne? Und habe die halt auf Jump Sniper ausgelegt, so das heißt, rauskommen, schießen, wieder wegspringen, ne? Und dann so einen Halbkreis um den Gegner ziehen, damit er auch irgendwo mal den Rücken zeigen muss, damit ich da hinschießen kann. Und das war taktisch unglaublich anspruchsvoll, denn die Panther halten zwar ein bisschen was aus, aber nicht wirklich viel, ne? Und du musst einfach deine Stiche machen, um das Ding zu gewinnen, und zwar in der richtigen Zeit, und zwar möglichst bald halt einen konzentriert, auch mit Center-Schüssen zum Beispiel oder sowas rauszunehmen. Und das war schon auch, fand ich, sehr challenging, ne? Und das finde ich gut bei solchen Spielen. Ich habe jetzt bisher, ich bin jetzt nicht der Superprofi und vielleicht gibt es eine Cookie-Cutter-Bild oder so, aber ich habe jetzt noch keinen gefunden, wo ich sage, okay, der funktioniert immer. LRM-Taktik ist sehr, sehr mächtig, aber je offener die Karte ist und je weniger sich die Mechs verstecken können, umso bitterer kann das dann auch schon mal werden. Ne? Und vor allem munitionsabhängig natürlich. Jetzt hatte ich gerade die intelligenteste Frage über Battle, die ich jetzt mir gerade entfallen. Gibt's da auch Captain Kirk? Captain Kirk. Kirk. Captain Quirk. Ihr habt praktisch die Lanzen einfach nur gesagt, das ist das Geld. Und dann hat sich jeder da draußen eine Lanze zusammengestellt. Genau, du legst halt einfach fest, ob du sagen willst, Full Lens, ja oder nein. Ne? Und du sagst halt Stock Mech, ja oder nein. Und dann sagst du die Obergrenze. Und dann gibt es natürlich so ein paar vordefinierte Lanzen. Und halt, du kannst aber auch jederzeit die verändern und dann als Preset abspeichern. So habe ich das dann halt gemacht. Ich glaube, das müssen wir auch noch mal machen. Ja, macht doch sehr Laune. Ich habe mir auch. Mal, auch hier haben wir zum Beispiel auch hier so Kurita mit Dragons, habe ich mir zwei, da habe ich zwei Dragons genommen. Ich habe einen Jenna genommen und ich habe einen Kurita-Katapult. Und die Idee hinter dieser Lanze war, der Jenna sorgt natürlich für die Aufklärung und vor allem den habe ich so eingestellt, dass der schießen und dann laufen kann. Das heißt, diesen Skill genommen. Ne, zum Beispiel, so dass ich, wenn er dann bedrängt wird, schießen und dann verschwinden. Und die beiden Dragons haben sozusagen auch so diese Skills, dass der Gegner in Initiative nach hinten gepusht wird oder was auch immer, oder ne? Einfach diese Nahkampf-Skills halt rein. Das ist der Katapult mit den beiden PPCs, rückt in zweiter Linie nach und der darf sich nicht überhitzen. Das ist ganz wichtig bei der Taktik. Sondern er muss warten darauf, bis die beiden Dragons ihren Gegner umgeworfen haben. Und dann kommen die Called Shots von dem Katapult, um den halt umzulegen. Ist aber sauschwer, wenn der Gegner einen Atlas hat, zum Beispiel. Das denke ich mir. Aber jetzt fällt mir meine Frage wieder ein. Und zwar, ist es gut oder ist es schlecht, dass die Eigenschaften nur dann möglich sind zu benutzen, wenn die Moral hoch ist? Nee, das Warum ist ja geht es nicht nur dann? so. Oder? Na doch. Nee, Die nee, nee. Call Shots oder also diese blauen Dinger, die man hinten hatte, das war der Call Shot, das war Entrenchen, also eingraben. Weiß nicht, was war noch. Ich glaube, Nee, das war Guard alles. kannst du immer machen. Ich glaube, es ist nur der Call Shot, den du machen kannst, Nee, wenn. das Legat brauchst du auch also für die zwei brauchtest du immer Moral. Und da habe ich mir gefragt, warum brauche ich eine hohe Moral für einen Call Shot?
Ja, weil es sonst zu easy wird, ne? Weil das ist ja, ich weiß ja, Multiplayer hast du noch nicht gespielt. Da läuft es ein bisschen anders und zwar, du bekommst Rage, also so Wut, glaube ich, heißt sie. Also, und jedes Mal, wenn du halt heftige Treffer kriegst oder einer von deinem Piloten oder einer der Mechs drauf kriegst, kriegst du, füllt sich dieser Bar, ne? Und so, dass du nochmal zurückschlagen kannst, um das Ganze zu balancen. Das heißt, der Gegner, der sowieso schon die Oberhand hat, wird nicht durch diesen Skill besser, sondern der, der jetzt gerade einsteckt, bekommt nochmal die Möglichkeit, das Ruder rumzureißen, ne? So, und das finde ich eine ganz pfiffige Sache. Und so habe ich auch gegen Ona verloren, weil der einfach dann mit seinen letzten beiden Mechs einfach so viel Power hatte und dann angefangen hat, meine Mechs auseinanderzunehmen. Und dann habe ich mich einmal doof bewegt und dann hatte ich selber einen Callshot und habe den auf den falschen Mech verschwendet. Und da habe ich mir echt in den Arsch gebissen. Und so hat er dann das Ding ganz knapp noch gewonnen. Also von daher, das ist so das Schlachtenglück, ne? Du fühlst dich schon wie der Sieger, so Gettysburg Tag 1, so ole ole ole. Und dann gehst du plötzlich nach Devil's Den und Little Robin Top, kriegst die Fresse poliert und dann sagst, okay, war vielleicht doch nicht so cool. Ja, und dann greifst du nochmal an und bist tot. So ist es, genau so ist es gelaufen. Das finde ich ganz witzig. Ja, mir hätte gefallen, ich kann jederzeit einen Coldshot machen, aber der ist stark erschwert. Das hätte mir, glaube ich, ein bisschen mehr gefallen. Ziemlich. Ich finde Callshots, also sind halt extrem mächtig. Also das kannst du ganz schnell auch verbalancen. Vor allem, weil sich ja auch die grundsätzliche Trefferwahrscheinlichkeit erhöht. Also es ist nicht nur, dass du in einer Location höchstwahrscheinlich triffst, sondern einfach grundsätzlich triffst du besser. Ja, ich sage, wenn dieses grundsätzlich triffst du besser nicht wäre, sondern du machst einen Callshot und dafür ist er schlechter. Das Ja. wäre, ich sage, hätte mir, ich sage jetzt mal realistischer. Ja. Ja, also das ist ja auch in Tabletops so, dass wenn du jetzt zum Beispiel auf einen abgeschalteten oder liegenden Gegner kannst du ja Callshots machen, die werden ja dann auch erschwert, ich glaube plus 4 oder sowas. Die erleichtert und Also, beliebt. nee, also die werden halt für den Schuss, für den gezielten, der wird halt erschwert. Ne? Also von daher, das ist schon, ja, weiß ich nicht. Also kann sein, aber ich finde es so, wie es ist. Also im Multiplayer macht es auf jeden Fall Laune, vor allem, weil es einfach, selbst wenn du einen Gegner, Aber sag ja? mal, Tabletop, wenn der Gegner am Boden liegt, triffst du ihn doch einfacher, nicht schwerer. Ja, aber wenn du gezielt eine Lokation beschießen willst, kriegst du einen +4-Modifikator für Ach den Schuss so, ja, drauf. okay, ja, dann ja. Ich Ne? hab, Also das von haben wir noch nie daher, gespielt, weißt du das? ha? Coldshot haben wir noch nie gespielt. Ja, ist halt einfach auch ein bisschen blöd. Ne? Also, weil das einfach dann auch schwieriger ist. Vor allem bei Alpha Strike gibt es das ja eh nicht. Ne? Also, wenn, dann muss es ja eh Classic Battletech mit dem Combat System Gut, und sein. Ne? +4 ist eh schwer, ne? Also. Ja, genau. Also, ne, oder? Oh, sorry, ey, ich bin mir da nicht mehr sicher. Das ist schon zu lange her. Ich benutze es tatsächlich. Ich glaube, also es ist -4, wenn er abgeschaltet ist. Und ich glaube, es kommt nochmal wieder auf jeden Fall was drauf, wenn du dann gezielt feuerst. Deswegen schießen viele dann ungezielt auf einen abgeschalteten oder bewusstlosen Gegner, wenn sie es denn tun. Ne? Aber kann man auch auf dem stehenden einen Kreuzschlag machen? Nein. Nur, glaube ich, wenn du einen Targeting-Computer dabei hast, so Ah, okay. Plantech-mäßig. Aber auch da sind mir die Regeln nicht so gegenwärtig. Also die -4 Grad oder die +4 muss ich auch gerade echt nochmal in Frage stellen. Da muss ich nochmal im Regelbuch nachgucken. Aber das ist tatsächlich auch eine Regel, die ich halt selten verwendet habe, weil es sich selten ergibt und ich, wenn ich es machen konnte, auch selten eingesetzt habe, weil ich bin halt nur mal Kurita und ich schieße nicht auf Abgeschaltete oder halt auch auf Bewusstlose sowieso nicht. Ne? Und deswegen ist das für mich kein Thema. Ja, okay, lassen wir so stehen. Wo wir jetzt aber beim Tabletop sind, wir hatten auf unserem Chapter-Treffen einmal Gettysburg Tag 1 mit einem Mix aus Alpha Strike und Classic Battletech-Regeln geschrieben. Du hast die ja auch jetzt Yeah. schon benannt und hast die Vermarktung begonnen. Ja, genau. Genau. Ich habe es sozusagen Battle Strike genannt, einfach Genau. mal. Ich wollte nicht Alpha Tech oder so, das klang irgendwie komisch, sondern das finde ich ganz witzig, weil das haben ein paar Leute nicht so ganz verstanden oder nachvollziehen, was ich sagen wollte. Ich finde eigentlich, dass Alpha Strike und auch Classic Battletech beides tolle Spiele sind, aber eigentlich jeweils einen Nachteil gegen den anderen tauschen. Alpha Strike
Das große Pro auf den ersten Blick ist erstmal das Terrain. Das sieht viel hübscher aus als im Classic Battletech, gar keine Frage. Aber das Terrain ist insgesamt kleiner, weil sich der Maßstab geändert hat. Das heißt, du hast nicht dieselbe Fläche oder dieselbe Auslaufpläne und Bewegungsfreiheit wie im Classic, weil du einfach im Classic diese riesigen Puppies hast, die auf einem 30-Meter-Heck stehen, also nicht maßstabsgetreu. Würde man die Mechs in Höhe, so 10 oder 12 Meter hoch, in Relation zu den Hexen, dann müssten die Hexe 4 Hexfelder, wären dann vielleicht 30 Meter oder so. Das heißt, du hättest riesengroße Hexfelder und in der Mitte steht halt eine Puppy drin. So, das wäre der Maßstab. Das wäre maßstabsgerecht, ne? Und in Alpha Strike hast du das eben durch dieses Gelände, ist das eben so. Das heißt, wer nicht einen riesen Raum hat mit diesen Schiebedingern von den Croupiers aus dem Spielcasino, ne, vom Roulette, ne, um die Mechs dann herumzuschieben, wirst du immer auf einem relativ kleinen Gelände spielen. Ne? Das ist erstmal nicht schlimm, aber das Kampfsystem von Alpha Strike ist ja viel stärker vereinfacht. Was dazu führt, dass du viel mehr Einheiten im Kampf einsetzen kannst, als in dem wesentlich detaillierteren und komplexeren Kampfsystem von Classic Battletech. Das heißt, du hast ein kleineres Gelände und viel mehr Einheiten. Und das ist dann halt wie so ein Moshpit bei einem Metal-Konzert oder das große Gestampfe bei den Clans. Alle hauen sich gegenseitig auf die Fresse, auf kürzeste Distanz. Und deswegen kippen auch ganz viele Figuren um. Und das ist so, wie es die Amerikaner halt lieben und auch sicherlich viele Europäer. Hauptsache schnell aufs Fressbrett. Mir gefällt das nichts. Weil es ist halt, gibt halt kaum taktische Varianz. Die einen stehen auf der einen Seite, die auf der anderen Seite, dann gibt es vielleicht so ein bisschen, oder ist ein Wald oder da ist ein bisschen Hügel, aber es gibt kein Manövrieren. Du kannst den Gegner nicht ausspielen, du kannst nicht flankieren ordentlich, nur minimal, also auf Mini-Taktik-Level. Ne? Und so wie wir jetzt Gettysburg gespielt haben, brauchst du ein großes Terrain, um halt auch verschiedene taktische Ziele halt damit hineinzubringen. Und da boten sich halt die Hexfeldkarten an. Wir haben ja keine Karten, keine Pappkarten genommen, sondern halt die Heroescape-Dinger, die sind ja sowieso schon mal ein bisschen größer als die Battletech-Hexes, wo es vom Scale dadurch ein bisschen besser wirkt. Aber du hast halt die Auslauffläche, um halt die vielen Einheiten, die durch das Kampfsystem von Alpha Strike möglich sind, dann auch aufzustellen und es halt eben nicht auf so ein wildes Gestampfer halt dann hinauslaufen zu lassen. Und das hat auch funktioniert, oder? Ja, also wir sollten vielleicht noch sagen, also wir haben praktisch das Kampfsystem von Alpha Strike genommen und das Ja. Bewegungssystem von Classic. Also Genau. der eine Mech hat halt 4-6-4, das heißt, er kann 4 Hexfelder nicht bewegen, 4 bewegen, 6 sprinten und 4 springen. Und in Alpha Strike war das halt, er hat eine Inch-Weite, die er gehen kann. Genau. Teilweise auch Und darf springen. sich seine Ausrichtung aussuchen an seinem Zielpunkt. Das heißt, darf sich beliebig rum hinstellen. Genau. Ich bin noch nicht so 100% begeistert. Ich würde halt gern noch mal ausprobieren. Es gibt ja Regeln, das hat uns der Ulrich Kerensky, der hat auch einen YouTube-Kanal, auch Ich über weiß. Battletech. Und der hat uns da den Hinweis noch mal gegeben, dass es auch in den Alpha Strike Regeln vorgesehen gibt, das auf Hexfeldern zu spielen. Die machen das dann ganz einfach, die sagen dann einfach, okay, die halbieren die Bewegungsreichweite dann einfach. Also, vom Alpha Strike runter, nicht vom genau, also wenn er Classic, vorher also dieser. 12 Zoll bewegen hat, dann kann er sich nur noch 6 Hexfelder bewegen. Richtig. Ja, und darf sich auch wiederum seine Ausrichtung halt aussuchen. Das hat zwei Konsequenzen. Armeen bewegen sich sidestrafend über die Karte, ne? Und das finde ich schon mal ein bisschen komisch, ne? Also wenn Männer auf dem Schlachtfeld die ganze Zeit nebeneinander trippelnd laufen, das ist dann meine Vorstellung davon, ist reduziert die taktischen Das Möglichkeiten. nennt man Schlachtenlinie. Ja, aber so rennt keiner die ganze Zeit über Schlachtfeld, ne? Das geht nur auf kurze Distanz, sondern das ist eben der Nachteil auch bei Schlachtlinien im Bürgerkrieg oder Napoleonischen Kriege. Du gehst halt geradeaus und dann kriegst du Flankenfeuer oder von hinten, ne?
Die sind nicht im wilden Schildkrötenpanzer der Römer nach allen Seiten sichern über das Flacht. Also es ist dieses Flankieren wird dadurch deutlich gemindert und reduziert den taktischen Anspruch. Also es könnte jetzt auch einfach nur daran liegen, dass ich die Mixspiele bis jetzt immer verloren habe, dass ich deswegen unglücklich bin. Das war halt auch möglich. Nee, aber unabhängig jetzt von Sieg oder Niederlage. Also es reduziert auf jeden Fall den taktischen Spielraum. Das ist schon mal, weil es es einfach für beide Seiten einfacher macht. Ne? Ja. Du musst nicht mehr so drüber nachdenken, wie du dich bewegst, sondern du hüpfst einfach deine 4 oder 6 Felder durch die Gegend und stellst dich immer so hin, dass du möglichst Richtung Gegner schaust. Mhm. Ne? Das ist das eine. Und du reduzierst natürlich die Gesamtgeschwindigkeit oder sagen wir mal die Durchschnittsgeschwindigkeit. Wenn du dich jetzt mal... Ich hatte ja auch die Situation, als du mir bei unserem Gettysburg-Szenario in die Flanke gefallen bist. Da musste ich mich mit meinen Mechs ja in der letzten Hex immer ein bisschen eindrehen. Ne? Ja. Und habe dadurch auch an Geschwindigkeit verloren. Ich hätte aber auch riskieren können, einfach mit Fullspeed und deinen Flankenangriff ignorieren, durchlaufen. Das heißt, ich hatte eine taktische Wahl. Ja. So. Aber wenn du das halt nach diesen Alpha Strike für Hexfields Regeln spielst, hast du diese Wahl nicht, sondern du hoffst oder du sidestrafst halt im Hoppend über die Karte. Und das mit reduzierter Geschwindigkeit, was auch dazu führt, dass du mitunter länger im Feindfeuer stehen bleibst. Sagen wir mal, der Gegner steht auf 21 Feldern, ne, zu dir in der Anfangs, in der ersten Runde. Und wenn du dich jetzt vier Felder pro Runde bewegst, hast du 4, 8, 12, 16, 20, 5 Runden, in denen du in seinem Feuer stehst. Ne? Mhm. Machst du aber die klassischen Regeln für denselben Mech, da hat er nämlich 6 Bewegungspunkte, 6, 12, 18. Also er ist in 3 Runden und ein Komma irgendwas halt dran. Das heißt, du reduzierst die Gesamtgeschwindigkeit deiner Einheiten beträchtlich. Mhm. Also es hat enorme Auswirkungen auf das Spiel. Das bedeutet nicht, dass es das vielleicht schlechter macht oder so. Das ist Geschmackssache. Für mich ist es halt schade, weil es die Spielgeschwindigkeit an sich vom Ziehen her reduziert. Das heißt, du brauchst mehr Runden, über die, um diese Karte zu kommen. Das heißt, wieder eigentlich eher für kleinere Karten geeignet als für große. Und du hast halt eine taktische Möglichkeit weniger. Ja. Und sie nehmen ja auch das Würfelanlegen, das, also den Verteidigungswert von Alpha Strike, der ist also pro Mech vorgegeben und der ist immer gleich, genau. Egal was du machst. Wobei, das haben wir, glaube ich, auch von Anfang an schon, als wir im Alpha Strike gespielt haben, da haben wir auch schon gesagt, nach Zoll. Also da haben wir das glaube ich, auch doof, schon geändert. Ne? Genau. Nee, also wir hatten auch gesagt, so und so viel Zoll, das ist 1, 2, 3 und so weiter. Ja. Das hatten wir, glaube ich, gleich am Anfang auch gemacht. Das ist halt so der Easy-Mode. Ne? Das ist, wie gesagt, wenn du das magst und sagst, Hauptsache, da stehen bunte Pippis auf dem Feld und es sieht hübsch aus und es fällt was um. Und wenn das dein Ding ist, okay. Aber ich persönlich suche nach mehr Anspruch und ich will mich nicht reduzieren, sondern eigentlich erweitern. Und das, was ich halt schade finde, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber ich bin ein zügiger Spieler und der Icke weiß das. Ich kann auch in Classic Battletech ohne Probleme 24 Einheiten auf einem Hexfeld mit allen Regeln und allen vollen Schadensystemen in sehr schneller Zeit spielen. Nur leider können das viele andere Leute nicht. Also die kannst du echt mit der Lupe suchen. Ja. Und vor allem, wenn die im Team spielen und dann irgendwie 5 Stunden lang diskutieren, wie sie es dann machen und welche Waffensysteme und überhaupt. Ne? Deswegen da einen Gegner zu finden, der das in derselben Geschwindigkeit, ich spiele nicht immer perfekt, ich mache dann auch mal einen falschen Zug oder einen suboptimalen, aber ich schaffe es, ganz gute Spielqualität bei einer recht hohen Zuggeschwindigkeit zu bekommen. Das ist mein Skill. Ja. Ne? Wobei, also wir haben ja damals auch in Teams gespielt. Wir haben ja verschiedene Ansätze des Teamspieles benutzt. Du hast mit deinem Team, ihr habt vorher festgelegt, wer welche Lanzen spielt. Und wir haben praktisch die Lanzen, die da sind, aufgeteilt. Und immer wenn eine neue kam, dann neu geteilt praktisch. Das war jetzt ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, ob es bei dir jetzt besser war, weiß ich nicht. Oder schlechter, keine Ahnung. Es ist also Möglichkeiten. Und das, was du sagtest, im Teamspielen finde ich äußerst teilweise schwer. Das ist gut, dass wir Zugzeiten haben. Ja. Also, wie war das?
5 Minuten fürs Ziehen und 2 Minuten vorher fürs Aussuchen, welche Lanze. Genau, also das 7 heißt, Minuten eigentlich, du landest 7 Minuten. Und die Zeit, die du beim Aussuchen sparst, die wird dann auf die Zugzeit angerechnet. Das heißt, du stehst halt da, hast 5 Lanzen und 4 Spieler überlegen, welche Lanze ist die erste. Es wird ja immer ein bisschen diskutiert und dann hast du 2 Minuten Zeit, dir das auszusuchen und dann wird die Lanze halt die 5 Minuten Zeit dann halt zu ziehen. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt. Also ich glaube, wir sind ganz selten drüber gekommen und mehrheitlich unter den 7 Minuten geblieben, obwohl da nicht nur Profis, sondern eher eigentlich totale Gelegenheitsspieler in der Platte standen. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, weil wir spielen demnächst den Tag 2. Yeah, und ich freue mich drauf. Hast du inzwischen Schachuhren? Nee, aber ich habe eine Alternative. Pass auf. Ich habe Sanduhren. 5 Minuten und 2 Minuten. Das ist auch geil. Das ist vor allem stylischer irgendwie. Genau, und vor allem jeder sieht es praktisch. Ja. Was mir jetzt in diesem Moment, ich habe geguckt, ob vielleicht auch eine 7 Minuten bei ist, aber ist nicht nur 10 dabei. Aber praktisch, man macht die Zweier. Und wenn die durch ist, dreht man dann die Fünfer um. Ja. Muss ich mir merken, dass ich die mitnehme. Aber die nehme ich eben. Das ist auch. Wenn jetzt einer draußen denkt, oh, sind die gemein, das ist ja so streng und so böse. Nein, das ist aber einfach auch eine Sache der Zeit, weil wenn du so 20 oder 24 Mechs auf dem Feld hast, pro Seite, dann musst du mal einen Zug mal durchkalkulieren, was das nur an Ziehen kostet. Selbst wenn du nur eine Attacke pro Mech hast, in Alpha Strike Kampfregeln sind ja so, ist das echt viel. Also du hast da 5 Einheiten pro Seite, mal 7 Minuten sind schon bei 35, ne? Mal 2 sind also 70 Minuten, nur fürs Ziehen, für beide Seiten maximal. Dazu kommt noch die Feuerphase, die ist dann in 10 bis 15 Minuten, ich sag mal mit allem drum und dran, bist du mit einem Zug schon 1,5 Stunden beschäftigt. Ne? So, und jetzt willst du 10 Runden eigentlich spielen, so, das ist so 10 bis 12 Runden, dann bist du schon 90 Minuten mal 10. Oh Gott, jetzt um die Zeit Kopfrechnung. 900 Minuten. plus nochmal, vielleicht nochmal Minuten drauf. Dann bist du über 1000 Minuten und dann ist einfach, das zieht sich. Oder machst du mal eine Esspause zwischendurch oder eine Raucherpause oder was auch immer. Und du willst das Spiel auch an einem Tag halt durchhaben. Du kannst auch an 2 spielen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, die meisten Leute sind nach dem ersten Tag so ausgelaugt, dass sie am nächsten Tag nicht mehr so viel Bock haben. Also man muss sagen, wir hatten jetzt bis jetzt auch immer so, dass wir so nach der Hälfte oder Dreiviertel des Spiels die ersten Ausfälle hatten, jeweils auf beiden. Es reduziert sich die Spielzeit damit, willst du sagen? Nein, dass die Leute dann einfach nicht mehr können und sagen, oh, nee. Ich kann nicht mehr, genau. Ach, die Menschen, ja, die Spieler, ja, das stimmt. Ja, ist so. Ja, und Ausfälle auch auf dem Feld, natürlich, das beschleunigt das Spiel auch nach hinten raus. Das heißt, es sind ja weniger Püppis zum Ziehen irgendwann. Mhm. Aber die Leute brauchen auch ein bisschen länger nachher. Das heißt, am Anfang, gerade auch wenn noch kein Feindkontakt ist, ziehst du ja schneller. In der Hauptkampfphase, dann dauert es am längsten, weil da wird auch meist drüber nachgedacht, bevor die Entscheidung sozusagen, die Schlachtentscheidung fällt. Und gegen Ende hin, wo es sich dann abzeichnet, wird es dann eigentlich immer schneller. Vor allem merkt man dann auch, dass die Moral halt meistens bei der sich abzeichnenden Niederlage auf der einen Seite, dass die dann auch immer ein bisschen fahrlässiger anfangen zu agieren. Ja, das stimmt. Also manchmal hat man auch so Pessimisten dabei, die gleich am Anfang sagen, wir haben verloren. So, erste Runde, wir haben verloren. Kannst du dir unterstellen, die gibt es. Ja. Okay. Was ich noch sagen wollte. Wir haben praktisch das Szenario zeitlich Outgame begrenzt. Wir haben 2 Uhr nachts. Mir persönlich als Verteidiger, dem es gut gegangen wäre, wenn die Zeit vorher abgelaufen wäre, wäre eine Ingame-Zugfolge lieber gewesen. Ich weiß nicht, hast du schon irgendwie festgelegt, wie wir das beim nächsten Mal machen? Da darf sich keine Illusion hingeben, die Zeit wird ungefähr dieselbe bleiben. Ob jetzt 2 Uhr nachts oder 12 Runden, also das muss ich, wenn das Terrain liegt, werde ich an dem Tag entscheiden oder am Abend vorher, weil ich muss das Terrain sehen und ich muss dann für den Angreifer, der ist halt der Entscheidende. Ne? Der Angreifer muss eine realistische Chance haben, das Ziel nicht nur zu erreichen, das taktische, sondern auch feindfrei zu bekommen. Mhm.
Und das heißt, allein von der optimalen Zugreihenfolge, bis er dann da ist mit dem Gelände, muss er ausreichend Züge haben, dazu haben plus Summe X, ne? Und plus 2, 3 Züge halt nochmal dazu. Ja. Also ich schätze mal, dass wenn wir nicht 2 Uhr nachts sagen, es dann trotzdem auf etwa 12 Züge hinauslaufen wird, was wir auch beim letzten Mal in etwa gespielt haben. Also das ich sage es mal so, viel. Ja, es ist eher eine psychologische Zeit, die Runden begrenzen. Wir haben sie ja vorher schon begrenzt, weil durch die 7 Minuten Zugregel pro Einheit hast du ja schon eine. Ne? Ja, ja, klar. Also theoretisch hat man sie dann. Ja, aber wenn man weiß, okay, es sind nur noch 3 Runden, dann ist das was anderes als es sind nur noch 3 Stunden. Wenn du sagst, 3 Stunden sind 2 Runden. Ja, halt, psychologische Komponente, aber nee, aber 3 Stunden sind eher 2. Ja, es ist ja jetzt wurscht, ob jetzt 2 oder 3, aber psychologisch für denjenigen, der auf Zeit spielt, ist eine, es sind nur noch 3 Runden besser als sind nur noch 3,5 Stunden. Das sind 3 Runden, aber es sind 3,5 Stunden ist nicht so einfach, wie wenn du sagst, es sind nur noch 3 Runden. Ja, mag sein. Also ich versuche es auf jeden Fall hinzubekommen auf Rundenzahl, aber ich kann das tatsächlich erst beurteilen, wenn ich an der Platte stehe und ja, die Züge ansehe. Ja. Ne, weil das habe ich ja auch. Ich habe mir das Gelände, das alte kannte ich ja schon und das hatte ich ja auch schon im Ansatz mal benutzt. Und da hatte ich mehr Erfahrung mit. Dieses Gelände werden wir ja sehr, ich werde wieder vorbereiten mit Kartenmaterial, dass ich Screenshot ausdrucke und dann können wir das am Freitagabend in Ruhe aufbauen, sodass wir, wenn wir am Sonntag hinkommen, so praktisch instant anfangen können. Ne? Samstag. Samstag, Entschuldigung. Ja, okay. Dann schauen wir mal, wir werden danach berichten. Oder vielleicht sogar von vor Ort einen kleinen Podcast aufnehmen. Oh, das sage ich jedes Mal und schaffen wir eh nicht. Genau, aber ich nehme es mir mal vor. Genau. Ich finde es halt total spannend, weil das ist ein richtig cooles Gelände, vor allem, weil ich von den Szenariobedingungen ein bisschen was ändern werde. Was ja auch folgerichtig ist. Beim ersten Mal war es halt der Durchmarsch bis in die Stadt von Gettysburg. Und jetzt geht es halt um Little Round Top, es geht um Devil's Den. Es geht um das Cornfield, das Wheatfield, es geht um Peach Orchard und den Seminary. Nicht Seminary, sondern den Seminary, also den Friedhofswitch dann halt gehen. Und ich habe schon zu Icke gesagt, jeder Siegpunkt hat eine unterschiedliche Wertigkeit. Und die Seite, die nachher mehr Siegpunkte am Ende der Partie hält, hat die Schlacht sozusagen gewonnen. Aber auch da gibt es dann eine Abstufung von einem taktischen Sieg und einem entscheidenden Sieg. Und der entscheidende Sieg oder der taktische Sieg wird dann darüber entscheiden, wie der Folgetag halt abläuft. Das heißt, schafft die Konföderation zum Beispiel einen entscheidenden Sieg, wird der dritte Schlachttag, den wir dann auch noch spielen sein, so aussehen, dass die Union gezwungen ist, die Position der Konföderation zu stürmen. Das heißt, ein umgedrehter Pickett's Charge. Wiederum reicht ein taktischer konföderierter Sieg nicht aus, den Pickett's Charge von der Konföderation. Das heißt, die Konföderierten werden dann trotzdem am nächsten Tag angreifen müssen. So wie es in der Realität halt auch war. Die Konföderierten haben am zweiten Tag schon einen taktischen Sieg errungen, aber halt keinen strategischen. Ne? Und naja, das hat halt also sie hatten nicht ja gereicht. Nur das Wheatfield. Sie hatten Devil's Den, sie hatten das Cornfeld, sie waren sogar zwischenzeitlich auf der Seminary Ridge, mussten sich aber wieder zurückziehen, weil sie nicht genug Verstärkung bekommen haben. Und sie hatten den Peach Orchard überrannt. Das heißt, sie haben schon ein komplettes Korps der Union aus dem Feld geschlagen und auch andere Teile schon schwer angeschlagen. Aber sie haben es eben nicht geschafft, ihre Stellung auf dem Seminary Ridge halt zu festigen. Und die taktischen Erfolge im Vorfeld haben einfach nichts gebracht. Ja. Ob sie es jetzt hatten oder nicht, spielt ja keine Rolle. Ja. Okay. Jetzt sind wir schon bei 1 Stunde 17. In der Hoffnung, ganz kurz wollte ich noch sagen, da sprechen wir das nächste Mal darüber. MechWarrior Online hat jetzt Solaris. Yeah, schon länger, ja. Aber das hatten wir seitdem glaube ich, noch nicht besprochen. Ach doch schon, ja, doch, doch. Nee. Heute ist ein Patch gekommen, der ist spannend. Der Patch ich habe ihn jetzt noch nicht ausprobiert, weil wir jetzt ja podcasten. Er hat einen Competitive Play Mode war ja vorher schon drin. Ja. Und der ist jetzt auf Stock Mac bis 3039, also Tech Level 1, meine Lieblingszeit halt begrenzt. Ja.
Und das will ich unbedingt mal in den nächsten Tagen ausprobieren. Man darf es aber nur dienstags, donnerstags und samstags ist die Season eröffnet. Ja, also nicht an allen Tagen frei, sondern nur an bestimmten Spieltagen. Damit auch möglichst viele Leute dann zusammenkommen und sich das nicht zu sehr Ah, okay, verteilt. verstehe. Dienstags, donnerstags und Samstag. Samstag. Samstag ist es total doof, warum sie nicht Sonntag genommen haben, keine Ahnung. Aber Dienstag und Donnerstag finde ich attraktiv. Okay. Und dann, warte mal, Sie haben noch was geändert. Noch eine zweite größere Änderung. Gib mir eine Minute, ein Wort nicht mal. Ich schaue Ihnen nach. Die Leute haben jetzt leider hier ein Plingen gehört. Das war die Info, dass meine Maus nur noch 25% Akku hat. Ich habe Irgendwie es habe nicht ich gehört. es. Ja, du nicht. Nee, nee, aber die Leute, weil ja die Aufnahme über OBS läuft und der nimmt ja einfach mein Desktop-Audio. Und da Ja. ist dann das auch mit bei. Ich habe eigentlich alles ausgemacht, was irgendeine Meldung machen könnte, aber daran habe ich nicht gedacht und ich weiß auch gerade nicht, wie ich das ausstellen könnte. Okay, du, ich habe es übrigens hier noch zu Okay. dem Competitive Play mit den Stock-Mechs, also Maximum von 3 Mechs pro Gewichtsklasse, also 3, 3, 3, 3, 3. Dann Tonnagebeschränkung auf 480 Tonnen insgesamt und keine Duplicate-Chassis. Das heißt, du kannst jetzt nicht zweimal Handsprit klingen oder sowas. Ne? Das finde Aber ich das schon sind ganz doch cool. dann 12 gegen 12 gewesen, oder? Nee, 3-3-3. Jesus Kalerei. Nee, Maximum of 3 Max per Weight. Oh, das ist Ja, 12 gegen das 12 ist dann, ne? genau. Drei, Alter nee. Verwalter. Aber es kann nicht 480 Tonnen, das kann nicht sein. Ne? Naja, weiß ich nicht, aber. Nein, 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 nein. Okay, so du kannst halt nur 3 Lights maximal bringen und keinen vierten oder so. Ja, aber So mit wie verstehe vielen ich's. Leute spielen da gegeneinander? 4 gegen 4, habe ich verstanden. 480 Tonnen? Nee, das kann nicht sein. Nein. Nein, das muss so wirklich 12. Ey, Alter. Ja. Warte mal, rechne. 480 geteilt durch 12, 40 Tonnen. Nee, das müssen echt 12 Leute sein, du hast Ja, recht. meine ich doch. Das ist also Ach nicht, so, guck mal. das ist praktisch dieses kompetitive Play, was in die Hose gegangen ist, weil es nie jemand gemacht hat. Ja, das war halt auch, ne? Ja, Mensch, 12 Mann, das wäre schon krass. Okay, aber wir kriegen das sicherlich immer noch mal hin. Aber halt Dienstag, Donnerstag und Samstag, also wir sollten es lieber auf Pflanzenbasis machen. Ich glaube, das wäre spannender. Ja, da fühlt es doch mal mehr, weil 12 Leute, das hatten wir Ist damals mit hart. diesem Competitive, das waren ja 8 gegen 8. Da hatten wir es zwar hingekriegt, aber zu der Zeit keine anderen. Also Ja, man muss sich da irgendwie absprechen. wenn es 8 wären, ne, dann 480 durch 8 ist ja dann 60 Tonnen pro Nase. Also vielleicht sind es auch 8 Leute pro Team, das kann auch Ich sein. glaube dann, also wenn es 3-3-3 sind, wären es ja 9 pro Team. Wenn es Ja. 3-3-3-3 wären, dann wären es 12. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das ist Ja. eher viele gegen viele. Ja, das finde ich dann Und auch. sie Also haben mir ja, hat es es eigentlich gab besser gefallen. eine, ja, und es gab ja eine Abstimmung, ob man im Quick Play von 12 gegen 12 auf 8 gegen 8 wieder runter macht, so wie früher. Ja, das Das stimmt. ist Sieht momentan relativ ziemlich ausgewogen aus. schon die ganze Zeit, ich glaube, jetzt vorbei, oder? Also es ist Ich oder so, finde. die haben die Community gefragt und die Community hat sich für nichts entschieden. So wie man es Ich haben will. finde auch beides gut. Ich finde auch beides gut. Und ganz ehrlich, viele Karten sind inzwischen auf 12er-Teams ausgelegt. Wenn du die jetzt auf 8 machst, da verlaufen sich die Leute. Ja, das stimmt. Warte mal, die zweite Sache wollte ich noch erwähnen, die sie auch mit reingebracht. Und zwar endlich, Sie haben mich erhört. Build Profile Saving and Sharing. Das heißt, man kann im MWO-Client endlich Builds und Loadouts abspeichern und exportieren. Das ist geil. Na, vor allem das Abspeichern finde ich toll und wahrscheinlich auch Laden. Da kann Mac man dann. Loadout und Skill Tree Build. Das ist sehr gut. Das ist praktisch. Hat ja nur ein paar Jahre gedauert. Ja, aber sie hören auf dich hin und wieder. Ab und zu. Okay, dann letzte Worte für heute. Ich freue mich. Ich mir auch. Okay, dann danken wir euch alle fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, könnt ihr uns über die ganzen Kanäle erreichen. Facebook, Homepage, Twitter, etc. YouTube dann hoffentlich, dass das dann auch funktioniert. Die alten habe ich probiert hochzuladen, da muss ich die aber irgendwie erst wieder als Video umbenennen und da habe ich jetzt keinen Bock gehabt. Ich bin keine Zeit dadurch. Ist wahrscheinlich nicht, aber die neuen werden dann auch YouTube auch mal alles klappen. Du, eine Bitte hätte ich noch, eine Hoffnung. Oder ein Micha, komm zu uns zurück. Ja, komm. Moment, wie haben wir gedacht?
Scheiße, ich habe seinen neuen Spitznamen wieder vergessen vom Anfang. Magic Micha. Micha ja. The Menace. Irgendwie so. Ja, wir gerade für die Dings hat er sich ja schon mal gesagt, das interessiert ihn. Mighty Mingas. Mighty Mingas, genau. Für die Geschichtsstunde. Oh, ja. Dabei. Und wie immer, wenn jetzt dann, danke für die Aufnahme, danke Olli für die Zeit und euch noch eine schöne Zeit. Ciao. Du darfst jetzt nicht noch verabschieden. Ach so. Tschüss. Ciao.